Für mich waren die Nachdenkseiten immer eine Veranstaltung für mehr Demokratie. Man könnte hier viele Überschriften geben, unter anderem auch das berühmte Mehr Demokratie wagen. Denn Demokratie setzt eines voraus. Es setzt voraus, dass diejenigen, die eben entscheiden sollten oder die Macht haben sollten nach der Theorie, dass sie informiert sind. Und wenn sie nicht informiert sind, ist keine Demokratie möglich. Und diejenigen, die Demokratie verhindern wollen, versuchen auch zu verhindern, dass die Leute informiert werden. Und daher ziehen sich diejenigen, die Informationen verbreiten, die nicht so angenehm sind, natürlich die Feindschaft derjenigen zu, die die Macht haben. Und auch in diesem Sinne haben die Nachdenkseiten für mich große Verdienste sich erworben in den letzten 20 Jahren. Und deswegen rufe ich alle auf, diese Arbeit zu unterstützen und weiterhin zu verteidigen. Ich weiß nicht, ob denjenigen, die diese Kultur pflegen, eigentlich klar ist, was sie da veranstalten. Für mich, wir müssen nur aus der Geschichte lernen. Wir müssen nur lernen, was passiert ist, wenn unbequeme Meinungen ausgegrenzt worden sind. Es gibt auch viele, viele Beispiele in der Geschichte. Man kann ja bei Galileo oder Galilei anfangen, der dann ausgegrenzt worden ist, wahrscheinlich als jemand, der Querdenker oder Spinner oder was weiß ich auch immer war. Die Geschichte zeigt uns doch, dass es immer notwendig ist, auch Minderheitenmeinungen, davon lebt doch die Demokratie, gelten zu lassen. Irgendwann werden sie zur Mehrheitsmeinung. Und deshalb muss man wissen, Cancel Culture ist für mich präfaschistoid. Irgendwann landet das. Irgendwann landet das bei der Bücherverbrennung. Und das sollten ja doch zumindest die Älteren unter uns nicht vergessen haben und sie sollten es immer wieder weitergeben an die Jüngeren. Und deshalb ist das Bemühen, diese Meinungsvielfalt doch aufrechtzuerhalten und immer wieder zu verteidigen, eines der wesentlichen Bemühen für die Demokratie. Die Nachdenkseiten sind gegründet worden, um Gegenöffentlichkeit herzustellen. Sie sind gegründet worden, als damals die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft von den Unternehmern ins Leben gerufen worden ist, um ihre Interessen durchzusetzen. Es reden ja heute viele über Demokratie. Immer wieder wird viel über Demokratie geredet und manchmal hätte ich die Lust, diejenigen, die so reden, zu fragen, was ist das eigentlich, Demokratie? Erkläre mal, was du unter Demokratie verstehst. Oft ist es dann die Antwort, ja, es gibt Wahlen, wenn Wahlen sind und man kann jemanden wählen, dann ist das ja schon demokratisch, also alle 4 Jahre oder 5 Jahre Veranstaltung für die Demokratie, aber das ist ein bisschen wenig, denn Wahlen werden ja überall so abgehalten, was dann dabei rauskommt, ist was anderes. Ich halte die alte griechische Definition, die auf Thukydides zurückgeht, er legte Perikles diese Definition in den Mund, es hieß damals, er definierte, und das ist entscheidend, Demokratie vom Ergebnis her, nicht von der Form, vom Ergebnis her. Er nannte Demokratie eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Und wenn wir heute uns die Frage stellen, leben wir in einer Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen, dann können wir allein schon von der Einkommensverteilung und von der Vermögensverteilung diese Frage nicht bejahen. Und solange diese Frage nicht bejahbar ist, dass wir eine gerechtere Einkommens- und Vermögensverteilung haben, dass die große Mehrheit des Volkes nun wirklich auch im Wohlstand lebt, solange haben wir keine demokratische Gesellschaft und solange müssen wir immer wieder jeden Tag für eine demokratische Gesellschaft kämpfen. Denn wenn die Bevölkerung sagt, Geld regiert die Welt, dann würde das heute als Verschwörungstheorie diffamiert werden, nicht? Das ist ja wirklich eine richtige Verschwörungstheorie, zu glauben, Geld regiere die Welt. Dabei hat einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schon vor vielen, vielen Jahren einmal gesagt, Paul Sethe, Pressefreiheit ist in unserem Lande das Recht von 200 Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Das heißt, er hat darauf hingewiesen, dass diejenigen,
die eben das Geld haben, die Vermögen haben, dass sie auch in der Lage sind, ihre Meinung in der Bevölkerung zu verbreiten und durchzusetzen. Und das ist ja heute nicht weniger geworden. Wenn wir an die Zeiten denken, in denen Paul Sethe lebte nach dem Zweiten Weltkrieg, als eben die Demokratie, die Bundesrepublik aufgebaut worden ist und das mit heute vergleichen, dann haben wir ja Konzentrationsprozesse, die enorm sind. Und im Grunde genommen ist das eine der Ursachen für die Situation, die wir heute haben, dass die Gesellschaft immer mehr vermachtet ist, dass das Geld immer mehr die Welt regiert und dass es daher unbedingt notwendig ist, dass wir alternative Medien haben, die sich gegen diesen Einheitsbrei zur Wehr setzen. Wiederum eine wirkliche Begründung für die Nachdenkseiten. Und wenn ich schon Paul Sethe zitiert habe, als einen der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, so möchte ich jetzt Frank Schirmacher zitieren und sagen, sein Wort gilt nach wie vor. Er hat die Nachdenkseiten einmal als unverzichtbar bezeichnet. Und deswegen, ja, wir sind heute hier, um eine unverzichtbare Institution unserer deutschen Medienöffentlichkeit zu feiern und zu würdigen. Es gab natürlich auch immer Kritik an den Nachdenkseiten. Es gibt sie immer wieder. Albrecht Müller ist schon darauf eingegangen. Unter anderem gehörte zu ihnen Jakob Augstein, der eben auch einmal Kritik geübt hat an den Nachdenkseiten, von Vorurteilen sprach, festgefügten Vorurteilen. Aber etwas später schrieb er dann, sie sei doch das linke Gewissen der deutschen Publizistik. Auch ein Titel, den man eben erwähnen kann, wenn man über Nachdenkseiten spricht. Aber natürlich hat dann das linke Gewissen der deutschen Publizistik sich auch Gegnerschaften eingehandelt. Und eine der Gegnerinnen ist dann die Taz, die ein Jahr mal auch ein alternatives Medium war, auch einmal als Gegenöffentlichkeit aufgebaut worden ist. Und wo ist diese Taz gelandet? Wird nur ja niemals so wie die Taz, muss ich sagen, an die Adresse der Nachdenkseiten gerichtet. Sie hat nämlich schon 2017 entdeckt, dass die Nachdenkseiten Putin-Freunde sind. Welch ein Vergehen, Putin-Freund. Und noch dümmer ist ja das Wort Putin-Versteher. Ich muss immer wieder sagen, diejenigen, die heute glauben, auf der richtigen Seite der Meinung zu stehen, benutzen Wörter, die sie irgendwie als Nicht-Nachdenkende entlarven. Denn würden sie nachdenken, dann würden sie ja zu dem Ergebnis kommen, wir bräuchten heute in Zeiten des Krieges Leute, die Putin verstehen. Denn wenn man ihn nicht versteht, kann man nicht mit ihm verhandeln und nicht mit ihm zu einem Ergebnis kommen, das zum Frieden führt. Verstehen ist Voraussetzung für den Frieden, nämlich Verstehen der anderen Seite. Und wer das nicht kapiert, entlarvt sich schon als Nicht-Nachdenkender, wenn er mit solchen Vokabeln hausieren geht und den Gegner zu diffamieren versucht. Ich habe dann auch diesen netten Aufsatz eines Herrn Linden gelesen in der Zeit Online. Und da möchte ich sagen, ich bin dafür, auch die Argumente eines anderen immer zu sehen, zu hören. Vielleicht hat er etwas Richtiges gesehen, man muss die eigene Meinung überprüfen. Aber wenn er mit dem Vorwurf eben der Verschwörungstheorie oder was weiß ich hausiert, dann sollte er sich selbst hinterfragen. Und Albrecht hat es ja angesprochen. Wer für dieses merkwürdige Projekt der liberalen, moderne, also dieser beiden grünen Politiker, arbeitet, die staatlich finanziert werden, mit dem Auftrag, eine kritische Gegenöffentlichkeit zu untersuchen und die dann letztendlich dabei landen, eine kritische Gegenöffentlichkeit zu diffamieren, zu diskreditieren, der sollte sich selbst hinterfragen. Ist ein Kennzeichen von nicht-demokratischen Gesellschaften, ihre Propagandisten zu finanzieren. Das sollte sich also dieser Herr dann hinter die Ohren schreiben und sich selbst kritisch hinterfragen. Ja, und dann wird dann auch noch angeführt, und damit möchte ich dann meine Betrachtung dieser Mediensituation auch beenden, dass es hier einige gibt, die bei RT gearbeitet haben.
Zum Beispiel der vorhin gefeierte Florian Warweg, dass er schon mal bei AT gearbeitet hat. Ja, was ist das eigentlich für ein Kennzeichen einer Gesellschaft, dass sie eben das Medium eines Staates, der für uns wichtig ist, für den Frieden in der Welt wichtig ist, für die Durchsetzung vieler wichtiger Interessen bis hin eben zum globalen Umweltschutz wichtig ist, dass man dann dieses Medium diffamiert, okay, das geht ja noch, aber dass man es verbietet, das ist einer demokratischen Gesellschaft unwürdig, um das mal deutlich zu machen, einer demokratischen Gesellschaft unwürdig. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir uns immer wieder um die kritische Öffentlichkeit bemühen. Und es ist ja nicht nur eine Meinung, die wir hier haben, die wir uns versammelt haben. Wenn wir weltweit beobachten, was geschieht, ich denke an den Appell eben vieler Intellektueller in den Vereinigten Staaten, die bekanntesten Namen sind Noam Chomsky beispielsweise, der Appell ist ja bekannt, Rushdie war auch dabei und andere, dann ist doch etwas in Gange, was uns nachdenklich stimmen muss, nämlich, dass wir eine zunehmende Vermachtung der Gesellschaft haben. Und dass gerade diejenigen, die eben diese Vermachtung erkannt haben und versuchen, dieser Vermachtung sich entgegenzustellen, dass sie diffamiert werden als Verschwörungstheoretiker und so weiter. Es ist keine Verschwörungstheorie. Ich sage es noch einmal, wenn die Mächtigen dieser Welt mit allen Mitteln versuchen, ihre Meinung durchzusetzen und alle diejenigen zu diskreditieren, die dieser Meinung entgegenstellen. Und das gilt insbesondere für all diejenigen, die am Kriege verdienen. Das war schon immer in der Geschichte so und es ist heute auch noch so, dass sie mit Lügenmärchen versuchen, die Welt in die Irre zu führen. Und wir haben gerade in den letzten Jahren, viele Menschen haben in den letzten Jahren erlebt, an drei Themen, die ich nur kurz beleuchten will, dass sich eben in der Meinungsbildung der Gesellschaft, in den Informationen, die wir erhalten können, einiges grundlegend verändert hat. Die drei Themen sind nun einmal Corona, der Krieg der USA gegen Russland in der Ukraine, Ukraine-Krieg genannt, und eben jetzt die Tragödie im Gazastreifen. Bei diesen drei Themen kann man sehen, oder kann man richtig erläutern, wie eben unsere Informationsstrukturen nicht mehr stimmen. Ich beginne mal mit der Corona-Pandemie, die ist nun tatsächlich ein Schlüsselerlebnis. Für mich war es ein Schlüsselerlebnis, denn das habe ich in dieser Form in den letzten Jahrzehnten noch nicht erlebt. Es war so, dass wir alle am Anfang nicht richtig wussten, was das eigentlich war. Ich selber war verunsichert, wusste nicht, was ist denn jetzt richtig, was ist falsch. Ich gehörte dann auch zu denen, die sich impfen ließen. Meine Frau hat sich nicht impfen gelassen, ich habe mich impfen gelassen, weil ich auch zur Risikogruppe gehörte. Und man hat ja irgendwie Angst, es könnte irgendwie schneller zu Ende zu sein, als man sich wünscht. Also ist man dann angstgetrieben und lässt sich dann impfen. Man wusste ja nicht, was ist richtig, was ist falsch. Aber ich habe mich genauso dann wie viele andere bemüht, doch schnell immer wieder zu lesen, zu lernen, was ist denn herausgekommen, was hat man denn erfahren, was sind denn neue Erfahrungen. Und dann auf einmal stellte sich zunehmend raus, dass alle Kernthesen derjenigen, die eben die Pandemie gesteuert haben, falsch waren. Die erste Kernthese war, dass diese Impfung vor Wiederansteckung oder vor Ansteckung schützt. Ich weiß noch, wie also dann die Impfhersteller das in die Welt gesetzt haben. Und natürlich habe ich mich gefragt, ja, wieso sind die da so sicher? Aber gut, sie werden Experimente gemacht haben, obwohl ich angesichts der Zeitdauer unsicher war. Früher hieß es so, man muss mehrere Jahre einen Impfstoff prüfen, um dann sagen zu können, ob er wirkt oder nicht wirkt, ob er gut wirkt oder nicht gut wirkt und so weiter. Die zweite Kernthese, und die hat ja unser Gesellschaftsleben bestimmt, war diese Impfung schützt davor, andere anzustecken.
Und von dieser Kernthese wurde ja abgeleitet, dass man diejenigen, die sich nicht impfen ließen, dass man sie verfolgt hat, geradezu diskriminiert hat, dass man einen Zwang einführen wollte, die Impfpflicht einführen wollte, was weiß ich auch alles. Das war die schlimmste Kernthese, falsche Kernthese, die verbreitet wurde. Und das Schlimme ist, die tun heute noch so, als wenn sie wahr wäre. Und dann ist die grobe Unwahrheit gewesen. Es ist alles widerlegt. Und die dritte These war dann, dass die Impfung nicht mit gravierenden Nebenwirkungen verbunden ist. Das hat ja insbesondere Lauterbach immer wieder vertreten. Nun muss ich eines sagen, wenn ein Mediziner sich ins Fernsehen setzt und sagt, es gibt praktisch keine Nebenwirkungen bei einem Impfstoff, der noch überhaupt nicht erprobt ist, dann hat dieser Mediziner oder erweckt er den Eindruck, als hätte er im ersten Semester schon gepennt und sein ganzes Studium übergepennt. Ich muss das einmal sagen. Und es ist ein wirklicher Skandal, dass dieser Mann noch im Amt ist. Das ist jetzt. Das ist so ein Beweis dafür, ich vergleiche das jetzt mit früheren Jahren unserer Republik, wir überblicken ja, oder einige von uns überblicken ja diese Jahrzehnte, dass etwas sich zum Negativen verändert hat. Früher sind Leute zurückgetreten, wenn ihre Sekretärin für einen Auslandsdienst spioniert hat. Ja, das war so. Sie haben die Verantwortung dafür übernommen, dass sie eben nicht aufgepasst haben und dass sie nicht genügend Sorgfalt walten ließen. Jetzt treten Leute nicht zurück, die mitverantwortlich dafür sind, dass unsere Jugend geschädigt worden ist, wegen falscher Maßnahmen, aufgrund falscher Theorien. Aber das ist ihnen alles gleichgültig. Und wir wissen immer noch nicht das Ausmaß eben der gesundheitlichen Schäden, die hervorgerufen worden sind durch diese Impfung. Wir wissen nur, dass eine ganze Reihe von Schäden hervorgerufen worden sind. Das ist bereits durch das Experiment bewiesen. Darüber muss nicht mehr diskutiert werden. Aber genau dieser Punkt ist für mich wichtig. Es werden keine Konsequenzen mehr gezogen. Es ist nicht nur da, kommen wir auf andere Beispiele. Und dann kommt in diesem Punkt auch die Rolle und die fatale Rolle unserer Medien. Es war ein richtiger Einheitsbrei mit dem Ziel, die gesamte Gesellschaft hin auf die Impfung zu orientieren. Und die Medien haben völlig versagt. Es wäre ihre Pflicht gewesen. Klar, wenn ich sage, die Medien, dann weiß ich natürlich immer, dass eine Minderheit anders gearbeitet hat. Ich rede jetzt auch von der großen Mehrheit. Ich rede auch von den Öffentlich-Rechtlichen. Es wäre ihre Pflicht gewesen, die alternativen Meinungen zur Geltung zu bringen. Denn sie konnten doch sehr früh erkennen, dass alles, was behauptet worden ist, Schritt für Schritt widerlegt worden ist, zumindest nicht sicher war. Und insofern haben sie nach meiner Auffassung völlig versagt. Und es spricht nicht für sie, von einzelnen Ausnahmen wieder abgesehen, dass sie nicht in der Lage sind zu sagen, mea culpa, mea maxima culpa, dass sie nicht in der Lage sind zu sagen, wir haben uns geirrt, wir entschuldigen uns dafür. Das wäre das Mindeste, was man von den Leitmedien erwarten dürfte. Für mich war die Corona-Pandemie wirklich ein sehr, sehr negatives Erlebnis. Und ich nehme an, für die große Mehrheit hier auch. Weil wir erfahren mussten, auf welch unsicheren Boden unsere Zivilgesellschaft steht. Ich hatte manchmal und habe das auch gesagt, den Eindruck, auf dem Höhepunkt der Angstmacherei und der Kampagne, wenn jetzt im Bundestag ein Antrag gestellt wird, alle Ungeimpften auf eine unbewohnte Insel zu verfrachten, der hätte vielleicht die Chance auf eine Mehrheit gehabt. Und solange man solche Ängste mit Gründen haben muss, stimmt etwas nicht in unserer Gesellschaft. Und deswegen müssen wir immer wieder von Neuem versuchen, die Fundamente unserer Gesellschaft zu begründen, unserer demokratischen Gesellschaft. Und dazu gehört Respekt vor der Meinung eines anderen. Ohne die kann eine demokratische Gesellschaft nicht funktionieren. Und
Und damit komme ich eben zu dem zweiten Thema neben der Pandemie. Das war dann das Thema des sogenannten Ukraine-Krieges. Das habe ich in dieser Form auch noch nicht erlebt. Dass eine ganze Gesellschaft, die doch zumindest zur Hälfte erfahren hat, dass eben die Zeiten der Friedens- und Entspannungspolitik für ganz Europa gute Zeiten waren, dass sie plötzlich eben in diesem Ausmaß durch Manipulation, durch Meinungsmache umgedreht werden kann, sodass selbst diejenigen, die die andere Meinung lange Zeit für richtig gehalten haben, umgefallen sind und plötzlich eben das Gegenteil von dem vertreten haben, was sie vorher vertreten haben. Das galt ja bis hin in die Spitzen der Politik. Ich denke beispielsweise an unseren Bundespräsidenten, dem ich gerne Respekt bekunden würde, aber wenn ich weiß, dass er seiner ganzen Politik gegenüber dem Osten abgeschworen hat und in das Lied derer eingestimmt haben, die den Krieg befürworten, dann muss ich sagen, dann zweifle ich manchmal, ob man diesem Mann Respekt gegenüber aufbringen kann. Man muss zumindest... Man muss zumindest ihm vorwerfen, dass er für seine Umfallen keine irgendwie akzeptable Begründung geliefert hat. Und das geht selbst bis zur ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja auch umgefallen ist und sich plötzlich für ihre Politik entschuldigt hat, die ja richtig war, für ihre Politik eben nicht nur gute Beziehungen zu der einen Supermacht zu haben, nämlich zu den USA, sondern auch gute Beziehungen eben zu Russland, einer ehemaligen und jetzt wiederkommenden Supermacht zu haben. Das war doch im Interesse der Bundesrepublik Deutschland, im Interesse Europas. Denn wenn ich schon Medienkritik geübt habe, dann sage ich mal, es ist doch ein Segen, dass es die alternativen Medien gibt, dass es das Internet gibt, wo man eben diese berühmte Rede des George Friedman hören kann in Chicago, wo er gesagt hat, es ist seit 100 Jahren unsere Politik, die Politik der Vereinigten Staaten, auch Kriege zu führen, um die Deutschen gegen die Russen aufzubringen, damit nicht deutsche Technik mit russischen Rohstoffen zusammenkommt. Ja, aus Sicht eben mal einer nur an Gewinnorientierung orientierten Gesellschaft ist das völlig logisch. Aber dann wäre es genauso logisch, dass wir sagen, dann ist es unser Interesse, dass wir alles dafür tun, dass deutsche Technik mit russischen Rohstoffen zusammenkommt. Das wäre das Simpelste, was man sich eigentlich klar machen muss. Und selbst wenn man diese Einsicht nicht hat, liebe Freundinnen und Freunde, dann ist es so, dass einfach die Daten eindeutig hergeben. Der Industriestaat Deutschland kann ohne russische Rohstoffe sein Niveau nicht halten. Weil die Rohstoffe endlich sind, weil sie nicht beliebig verfügbar sind, und schon die geringsten Verringerungen des Angebots der russischen Rohstoffe auf den Weltmärkten führten zu Preissteigerungen, die wir alle erlebt haben. Und jetzt sind wir in einer einmaligen Situation und darum ist also das Wort von der dümmsten Regierung Europas vielleicht nicht so hart, dass wir die dümmste Regierung Europas haben. Wir beziehen nach wie vor russisches Öl, Gas und russische Rohstoffe nur viel teurer, indem sie zuerst nach Indien kommen müssen, nach Belgien oder sonst wohin und dann oder in die Türkei und dann nach Deutschland geliefert werden, nur viel teurer. Wie blöd muss man sein, um eine solche Politik zu machen? Wir haben doch erlebt, jetzt gerade in dem sogenannten Ukraine-Krieg, wie notwendig die sogenannten alternativen Medien sind. Denn nur dort waren die Argumente präsent, die man brauchte, um das ganze Spiel zu durchschauen. Ich habe George Friedman genannt. Noch toller, auch das kann man abrufen, war eine Rede eines Generals, der Mike Pence beraten hat, im entsprechenden Senatsausschuss. Er sagte, dieser General,
Es ist doch wirklich der Gipfel der Strategie, er meinte das positiv, dass wir unseren Rivalen Russland schädigen können, ohne einen einzigen US-Soldaten zu verlieren. Das muss man sich nur mal vorstellen. Das ist ja alles nachhörbar, man kann sich das ansehen. Warum steht das nicht in den sogenannten Medien, die doch verpflichtet sind, das Wichtige zur Urteilsbildung, zur Urteilsfindung auch zu liefern? Warum steht so etwas nicht da? Denn dann würde man sich doch die Frage stellen, Moment mal, was passiert da eigentlich? Da sagt eine Weltmacht, die den Anspruch hat, die Welt zu beherrschen, die einzige Weltmacht zu bleiben, wir schädigen jetzt einen Rivalen und haben das so geschickt veranstaltet, dass wir keinen einzigen US-Soldaten verlieren. Wir verdienen ja noch gewaltig daran, denn gewaltige Lieferungen von Waffen aus den USA überschwemmen jetzt auch die europäischen Staaten. Die zahlen dann kräftig. Und deswegen sind die Gewinner dieser Veranstaltung, wenn man von Gewinnern überhaupt reden kann, diejenigen, die eben an diesem Krieg verdienen, in erster Linie die Vereinigten Staaten, die auch noch jetzt das Russengas durch ihr eigenes Fracking-Gas Zug um Zug ersetzen. Und die Verlierer sind die Europäer, an erster Stelle die Deutschen, aber noch mehr die Ukrainer, die jetzt sterben, weil sie eben im Grunde genommen verheizt werden für einen Krieg. Verheizt werden für einen Krieg, der im Grunde genommen ein Krieg, ein geostrategischer Krieg der USA ist. Und das ist das Erstaunliche. Jetzt haben wir fast 2 Jahre diesen Krieg. Und 2 Jahre haben wir jetzt gehört, dass Waffenlieferungen der Weg sind, um die Ukrainer in eine bessere Situation zu bringen. Hier können Sie ja schon die Perversität der ganzen öffentlichen Debatte erkennen. Die Ukrainer in eine bessere Situation zu bringen, da sterben täglich Menschen. Und zwar nicht nur Soldaten. Und da sagt man, wir müssen Waffen liefern. Der Höhepunkt ist ja unsere oberste Intellektuelle, Frau Baerbock, die also gesagt hat, deutsche Waffen retten Leben. Man muss sich das nur mal vorstellen, das ist die Parole der US-Waffenindustrie, Waffen retten Leben. Die wiederholt hier unsere Außenministerin, die von der ehemaligen Friedenspartei der Grünen kommt. Man muss sich das nur mal vorstellen, was sich da alles geändert hat. Nein, jetzt machen wir das fast 2 Jahre mit dem Ergebnis, dass die Ukraine immer mehr Schaden nimmt, dass immer mehr Menschen getötet werden, verletzt werden und so weiter und so weiter. Und sie wollen nichts ändern. Und wenn ich hier sage, die Ukraine nimmt immer mehr Schaden und sie wollen nichts ändern, sage ich auch, natürlich müssen wir auch an die Russen denken, die da gefallen sind. Und wir müssen auch an die denken, die eben in dem langen Krieg schon seit 2014 ums Leben gekommen sind, in der russischsprachigen Bevölkerung der Ukraine. An die alle müssen wir denken, sie sind alle Opfer einer falschen, nicht begründbaren geostrategischen Auseinandersetzung. Und dass das eine geostrategische Auseinandersetzung ist, dazu gibt es unzählbare Zitate und Aufsätze in der US-Literatur. Und das ist so beschämend. Selbst Kissinger, der jetzt vor kurzem gestorben ist, hat in seinem berühmten Werk Diplomacy eine entsprechende Passage gehabt, die auch auf dasselbe hinausläuft wie die Aussage von George Friedman. Nämlich darauf, dass die USA alles tun müssen, um den europäischen Kontinent zu beherrschen, den eurasischen Kontinent zu beherrschen, also die stärksten Einfluss dazu haben, und dass sie verhindern müssen, dass irgendeine Macht entsteht, er dachte sicherlich auch an Russland und Deutschland, die eben ein ähnliches Gewicht haben würde auf dem eurasischen Kontinent wie die USA. Das sei einfach die begründete Politik der USA, der Außenpolitik, das sei eben selbstverständlich. Und dahinter steckt ein größenwahniger, wahnsinniger Anspruch. 4% der Weltbevölkerung sind die Bevölkerung der USA. Also ein Staat, der 4% der Weltbevölkerung
repräsentiert, das heißt eine Regierung beansprucht, Weltmacht zu sein, die ganze Welt zu dirigieren, das ist Größenwahn. Das muss man in dieser Deutlichkeit ansprechen. Auch dann, wenn das ununterbrochen in ständiger, täglicher Propaganda den Leuten serviert wird, dass das notwendig sei, um den Frieden auf der Welt zu bewahren. Ist auch etwas Erstaunliches, dass das Land, das die meisten völkerrechtswidrigen Kriege geführt hat, das in der ganzen Welt Militärstationen hat, das den höchsten Kriegshaushalt der Welt hat mit riesigem Abstand, dass dieses Land eben bei weiten Teilen der Bevölkerung immer noch als Friedensmacht gilt. Da sehen Sie die ungeheure Wirkung der Propaganda. Und da sehen Sie, ein welch genialer Schriftsteller George Orwell war, der schon eben vor vielen, vielen Jahren geschrieben hat, wenn die Lüge oft genug wiederholt wird, wird sie zur Wahrheit. Das ist ein Prozess oder ein Mechanismus, den man kaum durchbrechen kann. Sie können ja sehen, wie in den verschiedenen Gesellschaften der Welt sich eben die Wahrheit entwickelt, die unterschiedlichen Wahrheiten entwickeln, die immer auch Ergebnis der Erzählungen sind, die in diesen Teilen der Welt eben vorherrschend sind. Das gilt für die Religion beispielsweise, das gilt aber auch für die politischen Meinungen, die sich bilden, kulturell bedingt, aber auch immer hervorgehend aus den Erzählungen. Und wenn eine Erzählung, die falsch ist, immer wieder wiederholt wird, dann wird sie eines Tages zur Wahrheit. So möchte ich dann das etwas abmildern, das Zitat von George Orwell. Der letzte Punkt, den ich ansprechen wollte, um die Notwendigkeit der Nachdenkseiten zu begründen, ist eben jetzt die Tragödie wiederum im Nahen Osten. Und da beobachten wir ja jetzt gerade auch in den europäischen Ländern, nicht nur in Deutschland, dass sich zwei Haltungen gegenüberstehen. Einmal die Haltung, dass Israel richtig handelt, dass Israel das Recht habe, sich zu verteidigen nach dem Angriff, nach dem Massaker, das die Hamas angerichtet hat. Und auf der anderen Seite die Haltung, dass die Palästinenser seit Jahren von den Israelis unterdrückt werden, dass viel Unrecht geschieht und dass das eine Art Gefängnisausbruch war und dass man auf der Seite der Palästinenser stehen muss. Und es ist erstaunlich, wie diese Meinungen gegeneinander stehen. Und es ist erstaunlich, dass wir in Deutschland eine veröffentlichte Meinung haben, und eben eine Regierungsmeinung, die nicht akzeptabel ist. Sie ist aber nicht nur nicht akzeptabel, ich will das begründen, sie ist auch verlogen. Ich komme jetzt mal auf einen Kernpunkt. Wenn es um diesen Konflikt geht, dann wird die richtige Aussage immer wieder wiederholt, dass wir aufgrund unserer Geschichte verpflichtet sind, uns für Israel einzusetzen, für die Lebensrechte der Jüdinnen und Juden und so weiter und so weiter. Und es wird dann eben der Mord an 6 Millionen Juden beschworen, der uns verpflichtet, die Existenz Israels zur Staatsräson der Bundesrepublik zu machen. Mich hat das schon als Student beschäftigt. Und irgendwann habe ich mir sagen müssen, das ist alles verlogen. Denn wir haben nicht nur 6 Millionen Juden ermordet in unserer Geschichte, sondern wir haben auch durch den Krieg 25 Millionen Bürgerinnen und Bürger der Sowjetunion ums Leben gebracht. Und wenn wir auf der einen Seite die Verpflichtung haben, die ich für richtig halte, niemals wieder uns in irgendeiner Form gegen die Jüdinnen und Juden zu richten, dann gilt das doch genauso für die Russen jetzt. Also der Antisemitismus ist verwerflich, aber der Antislawismus, der Russenhass, der jetzt gepredigt wird, der ist genauso verwerflich und ein Verrat an unserer Geschichte.
Für mich gibt es nämlich eine Lebenserfahrung. Wenn man Mitleid hat mit den Menschen, die leiden und ums Leben kommen, die gequält werden, die gemartert werden, dann gruppiert man dieses Mitleid nicht nach Nationen, nicht nach Religionen. Es gibt da eine einzige Wahrheit, auch wenn immer die Babys bemüht werden. Das war jetzt auch wieder so. Ich denke da immer noch an die Brutkastenlüge. Der eine oder andere wird sich erinnern. Immer wieder versucht man das. Aber wenn man mit Babys Mitleid hat, dann doch mit allen, die ums Leben kommen. Ist das denn so schwer zu begreifen? Und kein Massaker rechtfertigt ein weiteres Massaker. Und deswegen freue ich mich, dass es wenigstens jemanden gibt wie Antonio Guterres, der immer wieder versucht, als UNO-Generalsekretär jetzt deutlich zu machen, dass das nicht geht, was da im Gazastreifen passiert. Aber es geht jetzt nicht nur darum, das eine und das andere zu betrachten, es geht noch um mehr. Wir wollen doch Frieden in dieser Region. Wir wollen zum Frieden beitragen. Und manchmal muss man auch Menschen schützen, den falschen Weg zu gehen. In diesem Fall gilt das eben für die Israelis, die ja eben auch eine Regierung haben, die man ablehnen muss. Da sagte ja selbst der ehemalige israelische Botschafter hier, Shimon Stein, dass das eine halbfaschistische Regierung ist. Derjenige, der fürs Westjordanland zuständig ist, der Minister, nennt sich selbst einen homophoben Faschisten. Er nennt sich selbst so. Da kann es doch nicht richtig sein. Oder der Verteidigungsminister spricht von menschlichen Tieren im Gazastreifen. Das ist Faschismus. Und deswegen muss die Welt aufstehen und muss eben sagen, stopp! Nur das Mitleiden mit allen, der ehrlich versucht, das Leid der Menschen zu verhindern, überall auf der Welt, kann doch die Grundlage für eine richtige Politik sein. Und deswegen müsste die UNO noch stärker tätig werden, um dieses Morden zu stoppen und zu verhindern. Im Interesse auch Israels. Ist das denn so schwer zu begreifen? Hass erzeugt immer wieder Hass. Und wenn man eben ganze Stadtviertel bombardiert, wenn man ganze Städte bombardiert, Krankenhäuser bombardiert, Schulen bombardiert, dann mag man noch so gute Gründe haben, weil da irgendwo auch Zentralen der Hamas sind. Aber es wächst doch der Hass, wenn man diese elenden Bilder sieht und so. Und wenn der Hass immer weiter wächst, wird es niemals Frieden geben in dieser Region. Hass ist die Grundlage für Krieg, Elend und Zerstörung. Dann muss ich wieder sagen, ich beobachte das, was öffentlich diskutiert wird, was die Medien schreiben, immer wiederum mit einigen Ausnahmen. Wenn dann der Bundeskanzler, nachdem schon über 10.000 Menschen im Gazastreifen ermordet worden, wenn der dann sagt, ich gehe davon aus, dass die israelische Regierung das Völkerrecht beachtet, dann fehlen mir die Worte. Ich kann das auch nicht mehr akzeptieren. Sage noch einmal, es ist völlig gleichgültig, zu welchem Staat, zu welcher Nation, zu welcher Region jemand gehört. Wenn ich Humanist bin, wenn ich mich etwa gar noch zur christlich-jüdischen Tradition bekenne, ich nenne jetzt mal jüdische Tradition, ich habe kürzlich in der Weltwoche habe ich einen Aufsatz geschrieben und habe an das Alte Testament erinnert. Da war diese Fragestelle schon. Gott wollte bei Sodom und Gomorra nach der Erzählung des Alten Testamentes die Städte auslöschen. Und Abraham sagte ihm, es sind doch auch Gerechte, die wohnen in Gomorra. Willst du auch alle diese Gerechten töten, weil andere Unrecht getan haben? Und schließlich hat dann Gott eingesehen, dass er die Gerechten nicht gleichzeitig töten kann. Das ist die Lehre des Alten Testamentes. Man darf nicht Unschuldige ermorden, um ein Unrecht zu rächen. Das ist dann ebenfalls ein Unrecht. Das ist schon die Lehre des Alten Testamentes. Und deswegen müssen wir immer wieder erkennen,
dass zwei Dinge Voraussetzung sind, zu einer besseren Gesellschaft zu kommen. Einmal die Wahrheit und Wahrhaftigkeit, das Bemühen um Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und das ist ja eben das Thema, was uns heute hier zusammengeführt hat. Zum Zweiten aber auch die wirkliche Zuneigung zum anderen Menschen, die Liebe zum anderen Menschen. Und diese Liebe unterscheidet nicht nach all den Kriterien, die ich jetzt immer wieder bemüht habe. Ich will einfach die Hoffnung nicht aufgeben, liebe Freundinnen und Freunde, dass es möglich ist, eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Ich will sie nicht aufgeben. Ich will auch die Hoffnung nicht aufgeben im Interesse, ich habe Enkel, unsere Kinder und Enkel, dass es vielleicht doch mal möglich ist, eine friedlichere Welt zu schaffen. Ich weiß, dass die Menschen so, wie sie sind, so wie sie sind. Sie können viel Gutes tun, sie können auch Verbrechen begehen. Aber wir müssen doch versuchen, die Institutionen der Welt so zu schaffen und so zu bauen, dass wir eben eine friedlichere Welt haben. Und da können wir auch noch, um das noch zu erwähnen, die Kunst zu Hilfe rufen. Mich schmerzt mich regelrecht, dass jetzt Künstler ausgeladen werden, die nicht die Meinung derjenigen haben, die im Moment eben über die Hallen verfügen oder die im Moment eben über die Gelder verfügen, jemanden einzuladen. Welch eine Fehlentwicklung. Die Kunst kennt keine Grenzen. Die Musik verbindet die Völker. Wie kann man auf die Idee kommen, jetzt Künstlerinnen aus Russland beispielsweise oder auch aus der arabischen Welt auszuladen, weil sie eben zur falschen Nation oder zur falschen Kultur gehören? Was ist das eigentlich für eine Welt? Naja, ihr seht, ich käme jetzt in Versuchung, noch länger zu reden, mich noch weiter zu engagieren. Ich werbe hier wirklich für die Nachdenkseite. Ich werbe, Sie zu unterstützen, denn sie hat wirklich, die Nachdenkseiten haben Großartiges geleistet. Ich gehöre auch zu denen, die morgens die Nachdenkseiten anklicken. Dann erspare ich mir die Lektüre vieler anderer Blätter und das Anschauen und Anhören anderer nach. Immer wissend, dass es noch andere Meinungen gibt, die ebenfalls gehört werden müssen und gegenteilige Meinungen, dass ich mein eigenes Urteil schärfen muss. Aber im Grunde genommen geht es doch um eine menschlichere Welt. Und deshalb möchte ich schließen mit dem Wort, doch ihr, wenn es einmal soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenket unserer mit Nachsicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.